Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in the choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor. Yo, 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 Shifties on the street, meine Freunde. Ich grüße euch ganz herzlich. Wir sind heute in Schöneiche, so heißt dieser komische Ort. Ja, er ist komisch, aber hier kann man ganz cool rumballern und auch vor allem Wheelies üben oder was auch immer. Und auch die ein oder anderen Pictures schießen, Alter. Boah, voila, da oben ist eine so. Und wir fahren heute ein bisschen hier durch die Ortschaft, Leute. Die dicke Bertha ist bereit für uns. Und wir hauen sie mal an. Oh. Ratatatata, Digga. Ja, Freunde, wir fahren heute ein bisschen durch die Ortschaften. Es ist leider diesmal dieses andere kalt. Ey, guck mal da hinten. Da sind Kühe. Ja, es ist diesmal kalt. Die Saison ist eigentlich zu Ende. Es sind heute 10 Grad, Alter. Ich bin heute auch etwas dicker angezogen. Ey, geil, Digga. Komm, da gehen wir mal kurz hin. Leute, ihr merkt, wir sind heute wieder auf dem Dorf unterwegs. Da sieht man halt auch mal eine Kuh. Digga, oder mehrere Kühe. Alter, wie viele sind. Hallo meine Freunde, ich grüße euch. Digga, die starren einen alle direkt an. Tschüss meine Freunde, haut da rein. Ach so, ja gut, haben wir ja nicht weit geschafft bis jetzt. Na gut Leute, haben wir uns mal ein paar schöne Kühe angeguckt. Dann wollen wir jetzt mal weiterjacken. Mal gucken, was wir noch für Tiere finden. Ja, Leute, es ist kalt, es sind 10 Grad. Die Kühe, Digga, die stört das überhaupt nicht. Guck mal, bis da hinten, Alter, da ist noch eine einzelne. Ja, es sind 10 Grad. Da muss man sich schon etwas dicker anziehen, weil es tatsächlich kühl wird. Leider. Leider wird es kalt, Leute. Leider wird es kalt. Ja, meiner Meinung nach ist die Saison eigentlich vorbei. Letzte Woche Samstag, das war der 3.10. Da war es nochmal extrem warm und auch schön sonnig. Digga, hängt da seine Klamotten auf der Motorhaube auf. Geil. Ja, letzte Woche Samstag, das war bei mir hier, zeitlich betrachtet, der 3. Oktober. Tag der Deutschen Einheit war das. Da könnt ihr euch mein letztes Video mal angucken. Da habt ihr gesehen, wie schön das Wetter ist. Und das war tatsächlich der letzte warme Tag in diesem Jahr. Da hatten wir es 23 Grad. Und jetzt sind es gerade mal 10 oder 11, Alter. Falls ich heute so ein bisschen komisch klinge, ich habe eine Sturmhaube auf, Digga, und der Helm ist heute auch wieder diese andere eng dadurch und meine Fresse wird so eng gequetscht, dass ich kaum meinen Mund aufmachen kann. Also ich klinge wahrscheinlich wie so ein letzter Lurch, aber Jungs, ist doch egal, alles für die Aufnahme, alles für die Aufnahme, alles für die Aufnahme. So lange Motorrad fahren, wie es nur geht, denn bald ist es Winter und dann schneit es. Und dann können wir nicht mehr fahren. Aber Leute, ich sag mal so, die 10, 11 Grad, die wir heute haben, wenn man sich dick anzieht, ist das noch völlig okay. Also, da soll man mal nicht so viel rumheulen. Ich finde, das passt eigentlich. Ja, also ich finde, das geht eigentlich von der Temperatur. Noch ist es angenehm. Wenn jetzt die Sonne scheinen würde, Leute, wäre das alles nicht ganz so schlimm. Ist halt ein bisschen schattig, aber gut, scheiß drauf. So, wir müssen zuallererst erstmal nochmal schnell tanken. Kennt ihr das, Leute, wenn man jetzt, sage ich mal, eine Woche nicht fährt, sich auf den Hobel setzt und hofft, dass man letztes Mal voll getankt hat? Dass man auf eine volle Maschine steigt? Das ist immer das beste Gefühl ever, Alter. Beste Gefühl ever. Leider war es bei mir heute nicht so. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Die Tanke ist ja hier gleich um die Ecke. Wir sind nämlich gerade mitten im Walde. Im Middle Forest liegt circa... Also 10 Minuten, 15 Minuten von Berlin entfernt, südlich. Nur mal so rein aus informativen Sachhalt. ja, ihr wisst schon. Ja, und da vorne ist gleich eine Shell und da ist auch die Autobahnauffahrt. Also wie gesagt, mitten Leute ist ziemlich gut gelegen. Ja, Freunde, das soll so eine... Ach, oh, scheiß drauf. Ich halte gleich die Ansprache, aber vorher gehen wir erstmal tanken. Weil ich brauche dafür 2, 3 Sätze. Sätze. Und dann gucken wir mal weiter, meine kleinen Freunde. So, da ist schon die Shell. Guten Tag, die Säule 7. Um mit Karte bitte. Danke, ciao. Weiter geht es. Jetzt wird mir langsam warm, Jungs. Ich habe mich hier dran gewöhnt an das Wetter. Und Mädchen. Hadouken! Moin! Omae wa mou shindeiru. Digga, die Harley ist aber auch fett. Auch ein geiles Ding, Digga. Geiles Ding, so ich brauche mal kurz Luft. Kalte Winde, Digga, in meinem Gesicht.
Ah, schön. Ja, Leute, was ich euch sagen wollte. Ich habe es ja vorhin kurz angehauen vor der Tanke. Und zwar, heute sind es, wie gesagt, so 10, 11 Grad. Wir schreiben den 11. Oktober 2020. Das heißt, Wetter wird jetzt nicht nochmal krass heiß werden, sondern es wird sich jetzt immer mehr abkühlen. Und ja, Leute, dieses Video habe ich nochmal aufgenommen, weil ich Bock hatte heute, weil das Wetter, wie gesagt, auch halbwegs erträglich ist. Wenn es so ist wie heute, so 10 bis 15 Grad, sage ich mal, dann werde ich auf jeden Fall noch Videos raushasseln. Falls es aber jetzt kälter wird und regnet und schneit, Digga, und keine Ahnung, ihr wisst ja, dann wird es wahrscheinlich eher nicht der Fall sein. Das heißt, dann werde ich ja keine Vlogs mehr rausballern, in dem Sinne, wo ich zumindest fahre, also keine Motorrad-Vlogs, sondern ich werde vielleicht so Videos machen aus meinem Leben halt. Ich sag mal, das ist ja hier nicht alles. Ich fahre ja nicht jeden Tag Motorrad, 8 Stunden lang, gehe dann schlafen, sondern ich gehe noch arbeiten, röpse gerne und habe auch vor allem noch ein anderes Leben. Und das werde ich euch jetzt mehr und mehr zeigen, Leute. Wir können ja auch mal coole Videos machen, wo ich mit dem Auto irgendwo hinfahre und wo ich da irgendeinen Shit mache. Und ja, Leute, ihr wisst ja, was ich meine, Alter. Muss ich euch nicht erklären? Ja, ihr wisst doch, was ich meine, Alter. Also, so, ihr wisst schon, so richtige Vlogs. Vlogs, die man so richtig in den Boden haut, so eine Vlogs halt. Kramplätze müssen verdichtet sein. Ja, nee, Spaß beiseite jetzt. Ja, ich habe da wirklich Bock drauf. Also solange das Wetter mitspielt, bin ich auf dem Moped, keine Frage. Ich liebe Motorradfahren. Aber wenn es jetzt wirklich kalt wird und man nicht mehr fahren kann, einfach weil es zu nass oder zu rutschig auch wird, dann haue ich halt Videos raus aus meinem Leben. Also Videos außerhalb des Motorradfahrens, Leute. Ich glaube, das wird auch cool, weil da habe ich ja viel mehr Möglichkeiten, euch zu zeigen. Auf dem Motorrad ist man halt ziemlich eingeschränkt. Ich sag mal, man fährt hier halt durch die Streets, erkundet Orte, trifft vielleicht so eine Biker wie ihn da vorne. Ja, wenn ich mich jetzt halt, wie gesagt, in der Winterzeit nicht nur aufs Motorradfahren beschränke, sondern auf das gesamte Life, Alter, dann habe ich ja viel mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel, wie ich, keine Ahnung, Leute, Bungee-Jumpen gehe bei minus 20 Grad, nackt. Oder Fallschirm springe, nackt bei minus 20 Grad. Oder schwimmen gehe im See bei minus 20 Grad, nackt und so weiter. Ihr wisst doch, was ich meine. Da hat man auch viel mehr Möglichkeiten als auf dem Motorrad. Nee, aber ihr wisst, ja, ihr wisst doch, was ich meine, ich brauch's euch ja nicht erklären, Leute. Ja, also es werden dann wahrscheinlich Videos kommen, wie ich, nee, jetzt mal wirklich Spaß beiseite, nicht wie ich nackt schwimme oder so, sondern wie ich vielleicht zu einem Lost Places fahre oder so, oder in Urlaub fahre, oder, keine Ahnung, feiern gehe, die GoPro einfach auf den Kopf gesetzt, mein gut, noch ist Corona leider, aber ihr wisst ja, so eine Lifestyle-Vlogs, da habe ich Bock drauf, wird auf jeden Fall lustig, ihr kennt mich mittlerweile ja, ich habe jetzt schon 6 Videos rausgepasselt, nee, das ist sogar das 7. Und ihr habt ja gemerkt, ich bin ein ganz schöner Knecken. Und die einen, die hassen es, die anderen finden es cool. Ich bin so, wie ich bin, Leute. Ich bin ein kleiner Knecken. Ich schaue jetzt hier keinen intellektuellen Stuff raus, weil da habe ich gar keinen Bock drauf. Bruder, grüß dich. und, Alter. Boah, jetzt mal hier nochmal kurz den Kürbis lüften, Alter. Heute ist übrigens Halloween. Da habe ich auch Bock drauf. Digga, Halloween könnte man sich ja eigentlich mal verkleiden als irgendwas und hier mal durch die Streets hascheln. Ey, sorry Leute, aber diese Maske drückt so meine Backen ein und meinen Mund, ey. Richtige Sprachausgabe ist hier nicht gegeben, ey. Nicht gegeben. Ja, Leute, ihr wisst, was ich meine. Und ich liebe den Scheiß. YouTube macht mir Spaß. Ich habe jetzt hier keine Ansprüche, auch irgendwelche krassen Niveaus zu erreichen, sondern ich mache einfach den Kram, den ich mag. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf die Zukunft. Wie gesagt, was noch für Videos kommen werden, was ich so an Content raushasse und ja, wie sich es einfach entwickelt. Das ist, ich meine, ich mache das ja jetzt hier erst seit 2 Monaten. Also ich fahre schon ein bisschen länger Moped, aber ich mache jetzt hier YouTube, sag ich mal, seit 2 Monaten erst. Und ich muss sagen, dafür auf jeden Fall schon eine coole Resonanz vorhanden. Ich danke euch auf jeden Fall, Leute, dass ihr das immer guckt und auch liked. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass es in sehr kurzen Zeit schon so eine Reichweite bekommt. Also, für mich ist es viel. Für den einen ist es nichts. Aber ich finde es cool, Leute. Und da geht auf jeden Fall ein Kuss an euch raus. Egal wohin, ihr könnt euch wünschen, wo ich euch küssen soll. Und ja, auch ein ganz großes Herzchen. Ich liebe euch, meine kleinen Katzen. Ja, ich will jetzt hier nicht zu sehr schleimen, meine kleinen Freunde, aber ich bin wirklich dankbar, Alter, dass es immer wieder Leute gibt, die das einschalten und dranbleiben. Und ja, Ehre. Ach, Leute, ich liebe euch auf eine ganz spezielle Art und Weise. Auf eine spezielle Art und Weise. Ach so, Leute, das wollte ich euch letztes Mal schon sagen. Wenn ihr hier aus der Gegend kommt, Alter, schreibt doch mal in die Kommentare, dass wir uns vielleicht mal treffen können oder mal zusammen ein Video aufnehmen können. Hätte ich auch Lust drauf. Je mehr Moped-Fahrer es hier gibt,
die sich zusammenschließen zu einer Community, Digga, desto besser, Alter. Ich freue mich da voll. Also ich würde mich freuen, wenn wir sowas hinkriegen würden. Ja, schreibt mal, wie gesagt, in die Kommentare, wenn ihr aus der Gegend kommt. Ich sag mal, Kös, Wusterhausen, Wildau, Waldaster, Schönefeld. Nee, Digga, selbst Nordberlin. Ich komme auch zu euch hochgejöckelt. Das ist doch scheißegal, Alter. Sagen wir mal einfach mal Berlin-Brandenburg. Berlin-Brandenburg, Leute. So, aber auf jeden Fall habe ich so Bock, Leute. Ihr wisst nicht, wie sehr, ey. Eine Skala von 1 bis 10. Da bin ich bei 10, Alter. So, Freunde, jetzt sind wir hier am Erzählzeiter. Könnt ihr euch erinnern? Beim letzten Video. Ja, Quatsch, letzte Video nicht, Digga. Erste Video. Ja, Mann. Stimmt, Alter. Erste Video waren wir am Erzählen. Geil. Ja, cool. So hat es angefangen. Und jetzt endet es wahrscheinlich mit der Motorradsaison dieses Jahr. Also alles safe. Aber ich muss sagen, 10, 11 Grad, Leute, sind völlig okay. Wenn man eine dicke Jacke anhat und ein paar Thermoshirts, alles easy. Ja, wie gesagt, Leute, Shifty bleibt auf jeden Fall dran. Ich fahre, solange es geht. Wenn es nicht mehr geht, dann wird die dicke Bertha in Schuppen gestellt und ich hau andere Videos raus. Ich glaube aber, dass die euch auch gefallen werden, weil, wie gesagt, da hat man ein größeres Spektrum. Hier beschränkt man sich ja sehr aufs Motorradfahren. Und ja, Leute, ich hab da Bock. Hab da Bock. Holy moly, ey. So, Freunde, wir sind jetzt hier nochmal kurz abgestiegen. Ich werde jetzt mal kurz hier raufklettern. Halalalala. Digga, muss ich hier noch Sport machen in meinem Video? Scheiße. Ist es noch weit, Mama? Ist es noch weit? Ich hab's geschafft. Ja. Ja, Freunde, Video ist vorbei. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wie gesagt, ich bleib dran. Wenn das Wetter mitspielt, kommen auf jeden Fall Motorradvideos. Wenn es anfängt zu regnen, zu schneien oder sonstiges, Alter, oder wenn es einfach zu kalt wird, dann lasse ich mir was anderes einfallen. Aber Videos kommen auf jeden Fall, Leute. Genießt doch mal den Ausblick. Jo, und wenn euch das Video hier gefallen hat, Leute, lasst mal ein Like da, lasst mal ein Abo da. Folgt mir bei Instagram, Facebook und Twitter, Freunde. Das würde mich sehr, sehr freuen, Alter. Ohne Witz. Und vor allem, wenn ihr mich abonniert, Leute, das ist ein heftiger Support, den ihr mir geben würdet damit. Liebe würde raus. Gehen. Damit würdet ihr mich echt hart unterstützen, Leute. Das würde mich mega freuen. Ja, ich bleib dran, Leute. Die Saison ist zwar fast vorbei, aber Shifty, Junge, der lässt sich nicht unterkriegen. Videos werden kommen. Auf jeden Fall, Alter. Und in diesem Sinne, haut da rein.